Ja, hallo zum ersten Videoblog von mir. Und ich dachte, ich erzähle mal ein bisschen was über ja, psychologische Personalauswahl. Und es ist ja bekannt, dass ich grundsätzlich viele Dinge im Bereich psychologische Personalauswahl sehr kritisch sehe. Und ich bin jetzt auch gefragt worden, ja, ob ich denn grundsätzlich irgendwie ein Problem mit Psychologen hätte oder sowas. Nein, habe ich nicht. Es hat verschiedene Gründe. Also erstmal muss man sich rein nüchtern mal die Validitäten anschauen. Also Validität heißt, ist das Instrument geeignet, um eine entsprechende Aussageübereignung zu testen, zu tätigen. Und dann wird es eigentlich schon sehr schnell recht nüchtern, muss ich sagen, wenn wir uns das anschauen. Also alles, was wirklich wie graphologische Gutachten und so weiter. Das ist Zufall, das entbehrt auch letztlich jeglicher wissenschaftlicher Grundlage. Und dann haben wir viele Testverfahren, die nicht valide sind, weil sie eigentlich nie entwickelt wurden, um eine Aussageübereignung zu testen, zu tätigen, sondern weil sie einfach nur Unterschiede beschreiben sollen. Und dann gibt es aber durchaus auch Verfahren, die sind valide. Das ist zum Beispiel der ITW-PESA-Test, das ist zum Beispiel der OPQ32 oder der BIP, das Bochumer Inventar. Aber auch da muss man sich anschauen, naja, wenn man dann mal so eine Evaluation sich anschaut, dann liegen wir bei da 0,4 bis 0,6. Viel Aufwand für eine Sache, die dann doch gar nicht so weit vom Zufallsbereich entfernt ist. Und letztlich haben wir auch eigentlich immer noch nicht die Frage beantwortet, gibt es irgendwelche pauschalen Zusammenhänge zwischen Persönlichkeit und beruflicher Eignung? Wir wissen schlicht und ergreifend nicht. Es ist sicherlich möglich, für bestimmte Positionen und für bestimmte Firmen, also in einem ganz bestimmten Kontext, Sollprofile zu erarbeiten. Aber auch da muss man sich überlegen, der Aufwand ist natürlich ganz enorm. Und am Ende des Tages muss man sich fragen, will ich jemanden heiraten oder will ich jemanden einstellen? Also ich muss doch eigentlich nur die Frage beantworten, kann jemand den Job machen oder kann er den Job nicht machen? Also jetzt auch eine aktuelle Studie, die sagt, also es gibt eigentlich überhaupt keine pauschalen Aussagen, sondern eigentlich das Einzige, was man hat, ist Gewissenhaftigkeit bei Führungskräften, aber das macht auch Sinn. Also ja, das ist natürlich auch dann wieder die Diskussion, ist Gewissenhaftigkeit jetzt wirklich Persönlichkeitsmerkmal, also unveränderlich, oder ist es was, was sich im Laufe der Jahre doch entwickeln kann? Und das sind ganz viele Fragen, die noch unbeantwortet sind. Und deshalb muss man sich wirklich fragen, ja, macht dieser Einsatz Sinn oder laufe ich damit nicht auch das große Risiko, den Fehler zweiter Ordnung zu machen, nämlich dass ich mir eigentlich geeignete Leute aus so einem Bewerbungsprozess dann rausschieße. Das betrifft auch das am meisten eingesetzte Instrument, nämlich das Assessment Center. Auch beim Assessment Center, also ich muss selber sagen, ich habe immer sehr gerne sehr viel mit Assessment Centern gearbeitet in einem ganz bestimmten Kontext, biete es natürlich auch als Berater heute an. Aber wenn man sich im Bewerbungsprozess die Validitäten anschaut, dann sind wir auch bei 0,4 bis 0,6, also auch kein Hexenwerk. Wie gesagt, ich glaube, es gibt durchaus Zusammenhänge, wo das sehr, sehr viel Sinn machen kann, sowas einzusetzen, aber es ist nicht pauschal immer die beste Lösung. Und da kommen wir für mich halt einfach an den nächsten Punkt, dass diese Validitäten natürlich auch nur bei richtiger Anwendung gelten. Und wir haben halt einfach die Situation, dass Assessment Center sehr häufig von Leuten angeboten oder durchgeführt werden, die dazu nicht qualifiziert sind. Gilt für Testverfahren letztlich auch genauso. Und das ist in der Beratung eher seltener, dass ich es erlebt habe. Ja, habe ich erlebt. Aber das sind sehr häufig Psychologen, die es anbieten. Aber eben vor allem die selbstgestrickten Assessment Center aus der Personalabteilung, die dann die Leute eben Giraffen aus Zeitungspapier bauen lassen oder ähnliches oder auch einfach Übungen haben, die nicht passen. Die dann fünf Gruppenübungen hintereinander machen, weil es halt einfacher zu organisieren ist. Insofern, da sollte man sehr genau dann wirklich auch hinschauen, wird es professionell gemacht und für welchen Zweck nehme ich es. Es gibt übrigens auch für das Assessment Center, und das finde ich sehr sinnvoll, eine Handreichung vom Berufsverband der Psychologen, die einfach mal definiert haben, was ist denn ein Assessment Center? Einschränkung, allerdings muss man auch sagen, hat leider keine verbindliche Gültigkeit. Aber man kann es als Orientierung nehmen. Und da steht zum Beispiel drin, es muss ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Beobachtern und Teilnehmern geben. Das heißt, für je zwei Teilnehmer brauche ich einen Beobachter. Kriegen viele Firmen schon gar nicht hin. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie müssen drei Leute gleichzeitig in der Übung beobachten. Müssen wir nicht weiter drüber reden, oder? Das heißt also, das muss gewährleistet sein. Man braucht ein Kompetenzmodell. Ich muss eben die Anforderungen, die ich habe, auch beschreiben können, auf einer abstrakten Ebene. Es muss anforderungsbezogen sein. Das heißt also, wir bauen keine Giraffen aus Zeitungspapier. Wenn Sie mir zeigen, bei welchem Job man Zeitungen aus Giraffen
Giraffen aus Zeitungspapier bauen muss, den hätte ich auch gern. Man muss sich überlegen, wie ist so ein Assessment Center eigentlich verankert? Wie wird ein Folgeprozess gestaltet? Was leistet das eigentlich, was wir heute nicht leisten können? Es muss gewährleistet sein, dass die Leute auch nur während der Übungen beobachtet werden. Und ich erlebe es immer wieder, dass große, renommierte Firmen wirklich allen ernstlich die Leute beim Abendessen beobachten und glauben, wenn jetzt einer Fisch bestellt statt Fleisch, dann ist er nicht teamfähig. Es ist kein Scherz, ich habe es wirklich erlebt. Wir haben die Beobachter müssen geschult sein. Auch da, ja, oft Führungskräfte, die keine Zeit haben. Sie müssen auch in das konkrete Assessment Center eingewiesen werden. Es muss eine Feedback-Möglichkeit geben. Wie oft erleben wir, dass die Unternehmen sagen, ach nee, komm, die zweite Übernachtung wollen wir nicht zahlen. Sie kriegen dann einfach nur hopp oder top mitgeteilt. Das sind einfach Dinge, das sind Qualitätskriterien und die müssen gewährleistet sein. Tut man das und hat sich auch wirklich genau überlegt, was will ich damit leisten, dann kann man so ein Instrument sicherlich sehr sinnvoll anwenden. Aber auch hier gilt eben Vorsicht, den Fehler zweiter Ordnung hat man sehr schnell gemacht. Man hat sich sehr schnell, ich kann jede Schwäche Ihnen sichtbar machen. Und ich habe selber mal über eine heute sehr hochrangige Führungskraft gesagt, na, ob der das Zeug zum Abteilungsleiter hat. Und insofern auch muss man eben darauf achten, dass man solche Instrumente nicht verabsolutiert. Dass man das nicht überschätzt. Und das heißt also, diese Instrumente, die können Dinge sichtbar machen, aber sie ersetzen nicht den Entscheidungsprozess. Da können noch ganz viele andere Dinge auch mit reinfließen. Und insofern, ja, ist da Skepsis angebracht. Man kann mit solchen Dingen arbeiten. Aber man sollte auch wirklich immer hinterfragen, was kann das leisten, was will ich damit leisten, vor allem, was kann der leisten, der es durchführt. Und ich sage mal, ein schlecht durchgeführtes Assessment Center hat nicht eine niedrige Validität, das hat höchstwahrscheinlich eine negative Validität. Und da muss man dann natürlich auch sehr genau aufpassen. Am Ende des Tages muss man sagen, die höchste Validität, zumindest nach den Studien, die ich kenne, haben Intelligenztests. Ja, nur wie wollen Sie den denn einsetzen? Was wollen Sie dem als Feedback geben? Bisschen netter Kerl, aber halt leider ein bisschen. Das heißt also auch da, ja, nicht alles, was man machen kann, muss man machen oder ist eben sinnvoll anwendbar. Und ich habe natürlich auch einen grundsätzlichen Ansatz, dass ich sage, ich sehe Psychologen in der Personalentwicklung nicht unkritisch. Es kommt aber sehr darauf an, aus welcher Denkschule die rauskommen. Wenn das natürlich Leute sind, die aus der positiven Psychologie kommen, die aus der humanistischen Psychologie kommen, wie eben aus Rogers, ich bin okay, du bist okay. Das heißt, es geht nicht darum, dass ein Mensch fehlerhaft ist und gerade gebogen werden muss. Denken Sie mal dran, bis in die 80er Jahre war Homosexualität offiziell noch eine Krankheit. Und der Psychologe hilft Ihnen wieder okay zu werden. Ja? Dieser Ansatz ist falsch. Und da ist eben, im Prinzip geht das zurück auf Maslow, dass man eben sagt, wir stellen uns mal die Frage, was macht Menschen erfolgreich? Wie kann man Menschen in einem Prozess unterstützen, erfolgreich zu sein? Rogers eben, Seligman, Csikszentmihalyi, die sich genau diese Fragen gestellt haben. Das sind ganz, ganz sinnvolle und tolle Ansätze. Und da, glaube ich, ist es auch unheimlich wichtig, dass man in der Personalentwicklung Leute hat, die Tiefe im Wissen haben, die eben nicht mit oberflächlich angelesenem Wissen dahingehen, sondern die das wirklich durchdacht haben und die auch entsprechende Instrumente aufbauen können. Aber der traditionelle Psychologe, der braucht das Defizit, der braucht den Kranken als Daseinsberechtigung. Und wenn ich natürlich mit dem Ansatz in die Personalentwicklung gehe, dann habe ich ein Problem, weil A, als Unternehmen bringt mir es nichts. Eine Investition in eine Schwäche, da kommt nichts zurück. Das zweite ist, jetzt überlegen Sie mal, wie motiviert sind denn Ihre Mitarbeiter, wenn Sie nicht an dem arbeiten können, was Ihre Stärken sind, sondern wenn Sie immer wieder dazu gezwungen werden, sich nur mit dem auseinanderzusetzen, was Ihre Schwächen sind. Das fängt ja schon bei den jährlichen Mitarbeitergesprächen an. Ich hatte neulich jemanden im Seminar, der sagte, Herr Krings, Sie sprechen mir so aus der Seele. Ich hatte letzte Woche mein Mitarbeitergespräch, wir haben 58 Minuten über das geredet, was ich nicht kann und 2 Minuten über das, was ich gut mache. Das war vollkommen demotivierend. Ja? Und das heißt, hier muss man einfach eben darauf achten, dass man nicht mit dem Schwächenorientierung einen Ansatz dran geht, sondern wirklich sich darüber im Klaren sein, welches Menschenbild steckt dahinter. So, und ich hoffe, das war jetzt mal ganz interessant.